Sprechen wir über diese Kriegssituation mit Alexander Graf Lambsdorff, dem außenpolitischen Experten der FDP und Europapolitiker. Hallo, Herr Lambsdorff. Hallo, grüße Sie. Ich grüße Sie auch. In Versailles, nahe Paris, hat sich die EU, haben sich die Staats- und Regierungschefs getroffen heute und haben nochmal die Hilfe für militärische Güter für die Ukraine aufgestockt. Noch einmal 500 Millionen. Wir sehen hier das Bild. Sie sitzen dort im Prunksaal in Versailles zusammen. Bemerkungen nebenbei. Unser Reporter Paul Ronsheimer, der seit Wochen in Kiew ausharrt, sagt, das sei das falsche Signal, dieser Prunksaal, dieses Spiegelsaal dort, das würde von den Menschen in der Ukraine falsch verstanden werden können. Aber nichtsdestotrotz, es geht um Geld, es geht um militärische Hilfe, die die Ukraine dringend braucht. Ist das der richtige Schritt? Reicht das? Ja, dazu zwei Antworten. Paul Ronsheimer hat natürlich recht. Aus der Ukraine betrachtet muss das merkwürdig wirken. Aber vergessen wir bitte eines nicht. In 4 Wochen wird in Frankreich der Präsident gewählt und Emmanuel Macron braucht solche Bilder, wo er sozusagen als Chef der Europäischen Union, gerade als Ratspräsident, die anderen Staats- und Regierungschefs in den prachtvollsten Saal von Frankreich erholt und dort vorsitzt. Das hebt seine Chancen und deswegen aus französischer Sicht ist dieses Bild mehr als verständlich. Es gibt eben verschiedene Logiken, die zu gleicher Zeit am Werk sind. Wichtig ist ja das, was dabei herauskommt, was da entschieden wird. Und da, glaube ich, wäre auch Paul Ronsheimer zufrieden. Da können auch die Menschen in der Ukraine mit zufrieden sein. Klares Bekenntnis der Europäischen Union zur Unterstützung für die Ukraine. Klares Bekenntnis dazu, mehr tun zu wollen. Auch, das stelle ich zunehmend fest, der Wunsch, dort militärisch zu helfen, wo man es auch nicht unbedingt sofort im Internet postet. Früher hätte man gesagt, an die Litfaßsäule schlägt. Die Franzosen selber haben ja schon erklärt, sie helfen, aber sie sagen nicht, wie. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch stärker so sein, dass man den Ukrainern diskret hilft, entschlossen hilft, mit viel Geld hilft, aber nicht mehr jeden Tag darüber redet, was es genau ist, womit man hilft. Diskret helfen, sagen Sie. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Herr Melnyk, der großen Applaus bekommen hat im Bundestag, Standing Ovations, hat jetzt weitere Waffen gefordert, und zwar auch schwere Waffen, auch Panzer und Flugzeuge. Er hat gesagt, der Westen sei feige, wenn er das nicht tut, und auch Deutschland sei feige. Ich kenne André Melnyk natürlich gut. Wir arbeiten zusammen. Wir haben uns auch schon vor dem Krieg häufig getroffen. Ich finde, er hat eine sehr deutliche Sprache, die für einen Diplomaten manchmal vielleicht sogar etwas zu deutlich ist. Ich glaube, dass er und seine Landsleute zufrieden sein können mit dem, was wir leisten. Wir sehen ja auch, dass der heldenhafte Kampf der ukrainischen Streitkräfte unterstützt wird durch die Waffen. Und beides zusammen ergibt ja einen Stopp, fast schon, ein Stopp ist übertrieben, aber eine Verzögerung, würde man militärisch sagen, eine Verzögerung des russischen Vormarschs von wirklich signifikantem Ausmaß. Also Botschafter Melnyk ist natürlich aufgewühlt und will alles, was geht. Ich verstehe das angesichts der Lage in seinem Land. Deutschland hat vor 10 Tagen eine sicherheitspolitische Zeitenwende eingeleitet. Wir sind mit dabei, wenn die Europäer unterstützen. Ich glaube, die Zusammenarbeit ist gut. Jetzt ist ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler in geheimer Mission sozusagen nach Moskau gereist, ohne auch die Bundesregierung offenbar zu informieren und die eigene Partei auch nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz wie Altkanzler Gerhard Schröder, beide in der SPD. Man hätte sich vorstellen können, dass man da ein kurzes Zeichen gibt und sagt, hallo, ich fahre rüber zu meinem alten Freund Putin. Hier sehen wir nochmal Bilder. Und was erwarten Sie von dieser Situation? Graf Lambsdorff, würde ich Sie gleich sofort noch mal fragen, denn in dieser Sekunde hören wir, dass der ukrainische Präsident Zelensky eine Rede hält. Da können wir vielleicht gemeinsam einmal kurz reinhören. Ja, sehr gerne. Відновити водопостачання через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської, Донецької областей. Немає електрики. Так, є проблеми з теплом, немає газу. Води – це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів. Російська Федерація. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику.
багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк. So, also, dass der ukrainische Präsident Zelensky, Graf Lambsdorff, wenn Sie noch da sind, ich weiß nicht, wie Ihr Ukrainisch ist, meins ist nicht so gut, als dass ich da hätte verstehen können, außer Katastrophe und Bombardement, aber das ist im Prinzip das, was ja auch alles ausdrückt. Ja, was er gesagt hat, ich spreche kein Ukrainisch, aber ein bisschen Russisch. Und was Zelensky gesagt hat, ist, er sagt, in mehreren Oblasten gibt es jetzt weder Gas, Wasser noch Strom und wir benutzen dafür das Wort der humanitären Katastrophe, aber diese zwei Worte humanitäre Katastrophe verbergen eigentlich das, worum es wirklich geht. Und das ist, dass das Ganze ausgeht von der Russischen Föderation, dass wir hier es mit einem Angriffskrieg zu tun haben, dass die Belagerung von Mariupol weitergeht und das russische Handeln diese Katastrophe noch weiter verstärkt und verschärft. Also er beschreibt die Lage so, wie sie ist. Graf Lambsdorff, unser künftiger Dolmetscher, jederzeit bereit. Bitte nicht. Herzlichen Dank. Stichwort Dolmetscher nochmal, führt uns nochmal zu Gerhard Schröder, der dort auch als Dolmetscher jetzt sozusagen auftreten will. Was halten Sie davon? Grundsätzlich gut, jeden Versuch zu unternehmen oder doch irgendwie merkwürdig, sowas in so einer geheimen Mission zu machen? In gewisser Weise beides. Er hat keinerlei Mandat, er hat keinen Auftrag, er spricht eigentlich nur für sich selbst. Wenn jemand Putin reden kann, dann wäre das schon was. Aber ob er das hat, ist das eine, und ob er dann auch durchdringt, ist das andere. Ich bin da sehr skeptisch, dass Wladimir Putin sich jetzt von Gerd Schröder davon abhalten lässt, zu tun, was er in der Ukraine tut. Insofern eine merkwürdige Aktion. Man kann immer auf Wunder hoffen, also tun wir das mal an dieser Stelle. Aber mehr als eine Hoffnung auf ein Wunder kann das nicht sein. Da hatte sich gerade noch eine Stimme dazu geschlichen, deshalb die Irritation. Nochmal die Frage, Sie sind langjähriger Politiker. Entspricht es den Gepflogenheiten dann die Bundesregierung zumindest? Das muss ja nicht die ganze Partei sein, wenn man in einer sozusagen heiklen, geheimen, nennen wir sie mal, Mission unterwegs ist. Aber doch zumindest den deutschen Bundeskanzler davon zu unterrichten, der ja eben auch noch ein Parteifreund ist, dass man da unterwegs ist, ja auch über Istanbul und dann mit einer russischen Maschine abgeholt wird, alles wie in einem halben Agentenkrimi. Ja gut, also über Istanbul kann man ihm nicht vorwerfen, die Lufträume sind gegenseitig gesperrt, aber Sie sprechen den richtigen Punkt an. Hier reist ein ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der von der Bundesrepublik Deutschland einen Ehrensold für seine vergangenen Tätigkeiten erhält, der auch eine Unterstützung erhält durch ein Büro und durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der also mit anderen Worten nach wie vor Unterstützung dafür erhält, dass er im Dienst der Bundesrepublik Deutschland seine Tätigkeit als ehemaliger Bundeskanzler ausübt. Dass in einer solchen Lage er dann die Bundesregierung nicht über diesen Besuch informiert, geht gar nicht, um es auch ganz klar zu sagen. Das geht überhaupt nicht. Er müsste sich dann entscheiden, wirklich konsequent den Schnitt zu machen und auch auf die Zuwendungen der Bundesrepublik Deutschland zu verzichten. Dann könnte man sagen, er ist wirklich als Privatmann unterwegs, vielleicht als auch Angestellter der Konzerne, die von Wladimir Putin kontrolliert werden. Aber in dieser Situation, ohne eine Unterrichtung der Bundesregierung zu fahren, das geht gar nicht. Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff. Danke für das Gespräch und danke nochmal für die spontane Simultanübersetzung. Ganz herzlich. Sie war wahrscheinlich nicht besonders gut, aber ich hoffe, sie kommt der Sache einigermaßen nahe. Es hat uns sehr geholfen. Vielen Dank.